Willkommen zum vierten Teil unseres Videotests. Ich werde euch einmal die Kamera des HTC One V vorstellen und da freue ich mich schon drauf. Hier haben wir einmal eine 5 Megapixel Kamera und ein LED-Licht. Ja, HTC selber sagt, denk nicht nach, mach einfach ein Foto, mach einfach ein Video. Dafür ist einfach alles gegeben in diesen neuen HTC One Geräten. Die Linse, der Sensor, die Software und das User Interface. Ja, und das möchten wir jetzt einfach genauer mal anschauen. Ich ziehe hier einfach mal den Schnellstartknopfkamera in diesen Ring und habe jetzt hier unseren Kameramodus. 5 Megapixel, wie gesagt, wir haben einen Autofokus, beziehungsweise hier seht ihr auch, dass wir einen Touchfokus haben. Und ja, die Auflösung der Bilder ist 1280x720 Pixel. Ansonsten ist hier ein BSI-Sensor verbaut. Der soll bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen machen. Wir haben hier eine f2.0 Blende und ein 28mm Objektiv. Ja, was können wir sonst noch sagen? HTC sagt, das Gerät kann in 0,7 Sekunden ein Foto machen. Hier haben wir jetzt erstmal das User Interface. Das sieht schon mal interessant aus und ich finde, es sieht schon mal besser aus als das, was ich sonst so von Android oder HTC Sense kenne. Aber auch zum Teil ist es interessanter als andere Geräte. Hier einfach auf Video drücken und hier einfach auf Foto drücken, das gibt es ja sonst sehr selten. Sonst muss man ja immer zwischen Fotomodus, Videomodus wechseln, was ja eigentlich zum Teil ziemlich anstrengend ist. So, zoomen kann ich hier nicht mit der Lautstärkewippe, nervt ein bisschen, mache ich hier mit dieser Leiste hier unten. Hier haben wir die Galerie, einmal drauf gedrückt, ihr kommt direkt zur Galerie. Hier oben rechts ist so, ja, wie soll man das beschreiben, so ein kleiner Kreis, so ein Objektiv oder eine Linse. Und hier haben wir verschiedene Effekte, die wir auswählen können. Kein Effekt, Verzerrung, ja, Vignette oder so, kann ich nicht mehr aussprechen, ich kenne mich da nicht ganz aus. Schärfentiefe, Punkte, Mono, Country, Klassisch, Klassisch Warm und so weiter und so fort. Graustufen, also hier, ihr könnt sehen, einiges. Probieren wir gleich mal genauer aus. Was haben wir sonst noch hier? Wir finden hier einmal die Möglichkeit, ein Zeitlupenvideo zu machen, automatisch, HDR, Panoramaporträt, Gruppenporträt, Landschaft, weiße Tafel, Nahaufnahme, geringes Licht. Also ihr habt hier verschiedene Aufnahmemodi. Dann habt ihr hier weitere Einstellungen, Selbstauslöser, Bildauflösung, Videoqualität, Bildanpassung, ISO, Weißabgleich, Speicher und so weiter und so fort. Viele Einstellungen, aber ich finde alles sehr, sehr ordentlich sortiert. Man weiß, wo man hindrücken muss. Effekte findet man hier, zack, und dann macht man hier Effekte. Hier macht man den Aufnahmemodus. Und hier, einmal drauf gedrückt, automatischer Blitz, Blitz, kein Blitz. Da gibt es auch manchmal so Menüstrukturen, die sich dann aufklappen und dann müsst ihr das noch da auswählen. Ist manchmal auch nervig, wenn man ganz schnell ein Foto machen will. Hier ist es einfach so ein paar Mal drauf drücken und schon hat man das den richtigen Modus. Ja, ich mag dieses User Interface, habe ich ja schon gesagt. Was ist hier sonst noch interessant? Interessant ist, dass ihr nicht nur filmen könnt, sondern ihr könnt gleichzeitig, während ihr filmt, auch einfach noch ein Foto machen. So, zack, zack, seht ihr hier, da wird ein Foto gemacht. Das heißt, ihr könnt filmen und Fotos machen. Das, finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Sache und interessant. Weil ich meine, wenn ihr gerade unterwegs seid, ihr filmt gerade was und dann möchtet ihr schnell noch ein Bild dazu machen, ist das auf jeden Fall eine coole Lösung. Was haben wir sonst? Wir haben hier Effekte, wie gesagt. Schauen wir uns mal den Verzerreffekt an. Der sieht so aus. Was haben wir hier sonst noch? Ach, da habt ihr quasi den Punkt. Ihr könnt quasi sagen, hier soll es verzerren, hier soll es verzerren, hier soll es verzerren. Das ist eine interessante Sache. Dieses, was ich nicht aussprechen kann. Ach, okay. Das ist dieser Effekt. Hier habt ihr, wie gesagt, diesen Zoom. Mache ich einfach mal ein Foto für euch. So. Welchen Effekt haben wir sonst noch? Schärfentiefe. Punkte. Sieht dann so aus. Was finden wir noch? Mono, Country kann ich immer einstellen. Ja, das ist in Ordnung. Klassisch. Klassisch warm. Graustufen. Oder was finden wir sonst noch? Negativ.
Solarisieren. Aqua. Naja, machen wir einfach mal noch ein normales Foto und zwar mit einem anderen Aufnahmemodus. Zum Beispiel wäre ja interessant, hier mal auf Nahaufnahme zu gehen. So. Und die Fotos sehen eigentlich schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wie gesagt, Filmen und Fotografieren gleichzeitig ist auch da möglich, das was ja sehr schön ist. Videos dreht ihr übrigens in HD, ihr filmt HD-Aufnahmen mit 720p und da werde ich natürlich auch mal wieder ein Video von draußen zeigen, damit ihr sehen könnt, wie das so aussieht und wie das beim Licht draußen so aussieht. Videoqualität und so weiter und so fort könnt ihr natürlich alles noch genauer einstellen unter den Optionen, habe ich euch ja schon gezeigt. Was ihr sonst noch machen könnt, was sehr, sehr interessant ist, ihr habt hier die Möglichkeit, Continuous Shooting Modus einzustellen. Der ist hier eingestellt unter Optionen, kontinuierliche Aufnahme ein und da könnt ihr einstellen 20 Bilder pro Schuss und so weiter, automatische Anzeige und das machen wir einfach mal, einmal hier drauf drücken, seht ihr, und dann macht ihr hier einfach Fotos nacheinander. Was auf jeden Fall auch eine interessante Sache ist, habe ich bei Handys bis jetzt oder bei Smartphones bis jetzt noch nicht gesehen, dass sowas möglich ist. Ja, also hier habt ihr hier die Fotos. Wir gehen einfach mal einmal in die Galerie und ihr schaut euch an, was ihr da so machen könnt. Einmal auf Galerie. Dann haben wir hier ein paar Fotos. Und wenn wir jetzt auf ein Foto klicken, dann habt ihr die Möglichkeit, zurück zur Kamera zu wechseln, das Bild zu senden. Und zwar per Facebook, HTC Sense, Mail, Dropbox, SkyDrive. Löschen könnt ihr es und ihr könnt es bearbeiten. Effekte zuschneiden, rechts drehen, links drehen. Und wenn ihr auf Mehr drückt, einstellen, alles, Hintergrund und so weiter und so fort, wiedergeben, auf Karte anzeigen. Ja, und so weiter und so fort. Also ihr seht, dieser neue Kameramodus ist auf jeden Fall interessant. Und hat wirklich ein sehr gutes User-Interface, eine sehr einfache Bedienung und macht Spaß.